1962 feierte Eduard von der Heydt in Ascona seinen 80. Geburtstag. Die Zeitungen lobten den Großmut und die Weitsicht des Mäzens, der sein ganzes Vermögen und seinen Kunstbesitz der Öffentlichkeit vermacht hatte. Der Stadt Zürich hatte von der Heydt seine Sammlung außereuropäischer Kunst geschenkt, die seit 1952 im neu gegründeten Museum Rietberg zu bewundern war. Seine Heimatstadt Wuppertal war stolze Eigentümerin seiner Bildersammlung geworden. Das städtische Museum hatte man in von der Heydt Museum umbenannt. Der Kanton Tessin schließlich erhielt 1956 den Monte Verità und die dort verbliebenen Kunstwerke als Schenkung. Sulla collina che domina Ascona si estende una magnifica proprietà. Monte Verità che oggi appartiene in estimabile dono al Cantone Ticino. Nell'albergo il Consigliere di Stato onorevole Brenno Galli riceve l'atto di donazione della proprietà dalle mani del generoso donatore, il barone Edoardo von der Heydt. Der Jubilar führte in Ascona ein zurückgezogenes, beschauliches Leben in einem Haus voller Kunst. Von der Heydt blickte, wie es den Anschein hatte, auf ein erfülltes Leben zurück. Doch es gab Brüche und Ereignisse, die tiefe Spuren hinterlassen haben. Im Mai 1946 wurde Eduard von der Heydt im Hotel Borolac in Zürich verhaftet. Für 24 Tage blieb er im Untersuchungsgefängnis in Horgen inhaftiert. Zu klären galt es, ob er als Bankier während des Zweiten Weltkriegs zugunsten des Dritten Reichs aktiv gewesen war. Von der Heydt wurde vorgeworfen, Gelder über die ThyssenBank und über die Schweizerische Bankgesellschaft in Locarno an deutsche Agenten in Mexiko und die USA überwiesen zu haben. Beharrlich verneinte er, gewusst zu haben, für wen die Gelder bestimmt waren. Zwei Jahre nach der Inhaftierung sprach ihn ein Militärgericht aus Mangel an Beweisen von Schuld und Strafe frei. Aber war damit die Verantwortlichkeit geklärt? Der diskrete Bankier und gewiefte Kunstsammler, der mit komplexen, kaum durchschaubaren Finanzkonstrukten seine Kunst- und Bankgeschäfte betrieben hatte, wurde gründlich durchleuchtet. Er hätte sich bekennen müssen. Was er aber offenbar nicht konnte, denn das Gericht vermerkte kritisch: Heydt ist ausgesprochen Weltbürger. Von schwacher körperlicher Konstitution und weichem, ängstlichem Charakter sucht er dem Kampf und Widerstand, wenn solcher sich ihm entgegensetzt, aus dem Wege zu gehen. So bringt er auch, wenn er Widerspruch zu gewärtigen hat, nicht den Mut auf, offen zu seiner Meinung zu stehen. Mit dem Freispruch schien die Angelegenheit erledigt. Als es 1949 in Zürich zur Volksabstimmung kam über den Kredit zur Gründung des Museums Rietberg, wo die von der Heydt-Sammlung ausgestellt werden sollte, stand die Person des Gönners zu keinem Zeitpunkt in der Kritik. Allein die Kommunistische Partei der Arbeit war gegen das Museum, aber nicht wegen der Person von der Heydt. Der Kredit für das Museum sollte ihrer Meinung nach für Kindergärten und günstige Wohnungen investiert werden. Erst ab 1980, mit der Öffnung der Archive sowie mit der späteren historischen Aufarbeitung der Rolle der Schweiz als Finanzplatz im Zweiten Weltkrieg, gelangte von der Heydt in den Fokus der öffentlichen Kritik. Es wurde deutlich, dass er damals Bescheid wusste über die Zahlungen. Das Urteil war milde und mit Rücksicht auf den Mäzen gefällt worden, weil er sich der Öffentlichkeit gegenüber stets großzügig gezeigt hatte. Der Historiker Klaus Orner, der als erster diesen Aspekt aus von der Heydts Biografie kritisch erforschte, zog das Fazit aus dem Gerichtsentscheid. So viel ich gesehen habe, sind die Dinge sehr komplex. Es gab sicher kein plumpes Loskaufmanöver, aber es war ebenso klar, dass wenn von der Heydt verurteilt
würde und wenn ihm die Einbürgerung aberkannt würde, dass er dann die Schweiz mitsamt seinen Schätzen verlassen würde. Und das wäre natürlich gerade für alle Kunstliebhaber ein großer Schlag gewesen. So feierte man 1962 in Ascona den 80-jährigen Jubilar und Mäzen. Zu diesem Fest kam auch der Bürgermeister von Wuppertal, Heinz Frohwein, um einen Film über den Jubilar zu drehen. Er berichtet: Nicht in den paradiesischen Naturgefilden des Monte Verita selbst wohnt der Baron von der Heydt, sondern in einem kleinen, von Kunst fast berstenden Hause in Ascona trafen wir das Geburtstagskind. Wir baten ihn, reiches und vielfältiges Leben zu erzählen. Geboren war ich in Elberfeld im Jahr 82 und hatte dort das humanistische Gymnasium besucht. Eduard stammte aus der berühmten Bankierfamilie von der Heydt in Elberfeld, dem heutigen Wuppertal. Sein Vater August war Bankier und Kunstsammler und ein großer Mäzen seiner Heimatstadt. Kees van Dongens Porträt zeigt den hochdekorierten Vater, der in der vierten Generation das Bankhaus von der Heydt, Kersten und Söhne führte. Das Foto vor dem Eingang der prachtvollen Sommerresidenz zeigt die ganze Familie. Den Vater August und die Mutter Selma, zusammen mit dem zu Besuch weilenden Graf Häseler. Der 25-jährige Eduard steht links und sein Bruder August sitzt neben der Mutter. Von Elberfeld kam ich gleich zuerst auf die Universität nach Freiburg im Breisgau, machte dann mein militärisches Jahr bei den 3. Gardulanen in Potsdam ab und schließlich ging ich nach New York, wo ich ein Jahr verblieb, um das Bankgeschäft kennenzulernen. Darauf etablierte ich mich in London, wo ich 5 Jahre als Bankier gearbeitet habe, in einer rein englischen Welt, sowohl geschäftlich wie gesellschaftlich. Zufälligerweise musste ich eine militärische Übung antreten, die Ende Juli 1914 angesetzt war. So kam ich gerade zu Kriegsanbruch nach Potsdam zu meinem Regiment und machte mit den 3. Gardulanen das erste Jahr an der Westfront mit und wurde als Legationsrat an die deutsche Gesandtschaft im Haag berufen. Es lag mir dort insbesondere ob, über die englische Politik zu berichten und zum Teil auch mit Engländern Fühlung zu nehmen, um eventuell zu einem früheren Abschluss des Krieges zu kommen. Nachdem der Krieg zu Ende gegangen war, konnte ich natürlich nicht nach England zurückkehren, sondern ich entschloss mich, in Amsterdam ein neues Bankgeschäft zu gründen, dem ich bis zum Zweiten Weltkriege vorgestanden habe. Deutschlands Niederlage am Ende des Krieges traf von der Heydt hart. Das wilhelminische Kaiserreich, mit dem er sich identifiziert hatte, war untergegangen. Und noch schlimmer, sein ganzes Vermögen, seine Bank, wurde als Feindesgut beschlagnahmt. Dieser Schock hatte Folgen. In Zukunft wollte er kein Risiko mehr eingehen. Sein Kalkül war, Einfluss nehmen, sich verbünden und vor allem sich absichern durch Verteilen des Risikos. Wann immer er Geschäfte tätigte, war er besorgt, seine Vermögenswerte auf verschiedene Firmen und seinen Kunstbesitz auf verschiedene Standorte in unterschiedlichen Ländern zu verteilen. Ende der 1930er Jahre waren seine Kunstwerke auf nicht weniger als 70 Institutionen in Europa verteilt. »1920 ließ von der Heydt sich, inzwischen 37 Jahre alt, in Amsterdam nieder und gründete ein zweites Mal eine eigene Bank. 2 Jahre zuvor hatte er die erst 18-jährige Vera von Schwabach, Tochter des Mitinhabers des jüdischen Bankhauses Bleichröder in Berlin, geheiratet. Seine Herkunft und die neuen familiären Beziehungen zur Berliner Hochfinanz verhalfen ihm zu einem raschen Erfolg als Bankier.« Das Paar bezog ein Haus an der Kaisersgracht.
Die Ehe dauerte nur 9 Jahre und wurde 1927 geschieden. Von der Heydt bezeichnete sich selbst als ungeeignet für die Ehe. Vera von der Heydt wurde nach ihrer Emigration nach England im Jahr 1933 Psychologin. Auf Einladung von C.G. Jung verbrachte sie nach dem Krieg 3 Jahre in Zürich. Bis zu ihrem Tod 1996 galt sie als führende Jungianerin Englands. Bei einem Spaziergang in Amsterdam hatte von der Heydt, wie er später kolportierte, eine Erleuchtung. Aus dem Fenster der Galerie eines Kunsthändlers strahlte ein Licht, der Kopf eines Buddhas. Er trat ein und war kurz danach im Besitz einer großen Sammlung chinesischer und japanischer Kunst. Er erwarb auf einen Schlag über 400 Objekte aus dem Nachlass des italienisch-französischen Sinologen Raphael Petrucci. Den Zugang zur asiatischen Kunst hatte ihm die Lektüre über indische und chinesische Religionen und die Philosophie verschafft. Sogleich stellte er die Neuerwerbung in seinem Wohnhaus aus und machte aus ihm ein öffentlich zugängliches Museum. Dieser Kauf kann, wie seine späteren Großerwerbungen, als ein Investitionskauf eines Bankiers gewertet werden. Er borgte sich, um die Sammlung zu kaufen, von seiner Bank Geld, was ihm steuerliche Vorteile brachte. Da er so viele Werke auf einmal kaufte, konnte er den Gesamtpreis tief einhandeln. Und von Anfang an hatte er die Absicht, die Objekte, die ihn nicht interessierten, wieder zu verkaufen. War dieser Kauf typisch für von der Heydt? Ein offensichtlich zielloser Großkauf von Objekten unterschiedlichster Qualität? Keinesfalls. Zwar hat er auch später immer wieder große Konvolute erworben, aber die bedeutendsten Werke seiner Sammlung kaufte er gezielt bei den führenden Händlern in Paris, London, Berlin, Amsterdam und New York, sehr selten auch auf Auktionen. Er ist selbst nie in die Ursprungsländer der Kunstwerke, nach Japan, China, Indien oder nach Afrika gereist, um vor Ort zu kaufen. Zwischen 1920 und 1925 hat Eduard von der Heydt den Großteil der Kunstwerke, für die er später berühmt wurde, erworben. Die buddhistische Stele der Pala-Zeit, die jainistische Marmorstele, sowie die wichtigsten chinesischen buddhistischen Steinplastiken. In derselben Zeit hat er parallel zu diesen asiatischen Werken auch seine Afrikasammlung auf- und ausgebaut. Schon vor 1925 war er stolzer Besitzer der großen Bacha-Maske aus Kamerun. Kein anderer Sammler hat in dieser Zeit so breit und aus so unterschiedlichen Kulturen und Zeiten gesammelt wie Eduard von der Heydt. Johannes Itten, der spätere Gründungsdirektor des Museums Riedberg, sagte über ihn: Er war ein Opportunist reinster Art. Diese Veranlagung befähigte ihn, der großartige, einmalige Kunstsammler zu werden, der gleichzeitig expressive Lötschenthaler Masken, klassizistische Gandhara-Plastik und surrealistische oder kubistische Malerei und Plastik sammeln konnte. Auch die Sammlung westlicher Malerei, die er von seinen Eltern übernommen hatte, baute er aus. Er kaufte Vorläufer der Moderne und zeitgenössische Werke des Kubismus, Konstruktivismus, Surrealismus und der neuen Sachlichkeit. Das Prinzip, auf dem diese breite Sammelleidenschaft beruhte, bezeichnete von der Heydt als Ars Una. Es gibt nur eine Kunst, ungeachtet woher und aus welcher Zeit sie stammt. Er selbst entschied, was Kunst war, und er fand sie überall auf allen Kontinenten. Er bevorzugte Werke, die Ruhe und Erhabenheit ausstrahlten, in denen er Schönheit vorfand oder eine schöpferische Kraft spürte, wobei das Abbild des Menschen sowie Darstellungen von Göttern und Ahnen für ihn im Zentrum standen. Die 20er Jahre waren für von der Heydt die Zeit erfolgreicher Expansion. Als Bankier, als Kunstsammler, wie auch als Käufer von Liegenschaften. 1925 verlegte er seinen Wohnsitz von Amsterdam an den Strand von Zandvoort. Er kaufte 3 Häuser und baute diese zu einem großen Wohnsitz aus. Angegliedert waren auch Galerieräume sowie ein Café, das er Muluru, Museum Lunchroom, nannte. Die Fotoreportage des berühmten Berliner Fotografen Erich Salomon zeigt die mit Kunstwerken reich bestückten Räumlichkeiten.
Fotos vom fröhlichen Treiben am Strand und im Haus dokumentieren die vergnügliche Sommerfrische am Meer. Einer der zahlreichen Besucher aus der Museums- und Kunstwelt, Alfred Salmoni aus Köln, schrieb über Sonfort: Kaffee und Kuchen mit Blick auf das Meer und Streichkonzert zu genießen ist nichts Neues. Aber in Sonfort bekommt man gleichzeitig buddhistische Plastik, Negerkunst, angeschwemmte Bomben, vergiftete Pfeile und die Sammlung der Frutta di Mare des Fräulein Boisvin zu sehen. Das alles steht harmlos zwischen den Tischen herum. Der japanische Dämon guckt ins Bierglas. Vor der Südseeplastik serviert man Butterbrot. ...1926 kaufte Eduard van der Heydt ein erstes Landstück auf der Monte Verita in Ascona. Von Holland aus ging meine Beziehung dann über eine durch einen Zufallsbesuch in Locarno, wo ich meinen Freund André Germain besuchen wollte, nach Ascona, wo ich die damals bekannte Malerin Berefkin kennenlernte. Es war eine Russin, die in seiner Zeit sehr berühmt war und die mich auf den Monte Verita führte, um mir das Anwesen zu zeigen. Ich war von der Schönheit der Lage überrascht und begeistert, dachte natürlich nicht daran, so etwas zu kaufen. Und er kaufte und investierte. Der Architekt Emil Fahrenkamp errichtete ein Hotel im Bauhausstil und 1929 wurde das neue Hotel eröffnet, das zum Treffpunkt von Künstlern, Gelehrten, Finanzleuten, Adligen, Kunsthändlern und Museumsleuten wurde. Von der Heydt liebte es, mit seinen Hotelgästen ungezwungen in lockerer Kleidung zu diskutieren. Der Monte Verita sollte immer mehr und ab den späten 1930er Jahren ganz zu seinem Wohnort und Lebensmittelpunkt werden. Auch auf der Monte Verita war die Kunst omnipräsent. Alfred Salmoni, der schon die aberwitzige Atmosphäre in Sonfort beschrieben hatte, war von der einzigartigen Verbindung von Hotel und Museum auf der Monte Verita beeindruckt. Eine große Terrasse dient nicht nur der Aussicht. Hier schreitet eine archaische Griechin. Der nackten Üppigkeit steinerner Frauenkörper aus Kambodscha dient die unvergleichliche Landschaft zum Hintergrund. Im Hause hängen viele Zeichnungen von Seurat, Bilder von Gauguin, Van Gogh und Munch. Negermasken und Skulpturen aus allen indischen Bezirken stehen herum. Jeder Gast darf das alles sehen. Die Schätze haben längst auf Hotel und Chalets übergegriffen. Kein Raum blieb ohne Kunstwerke. Schließlich kaufte Eduard van der Heydt Ende der 20er Jahre auch noch ein Haus im Golfclub von Berlin, das er mit Möbeln von Marcel Breuer stilvoll einrichtete und mit Kunstwerken bestückte. Er war stolz auf seine Sammlung und er wollte, dass seine Kunstwerke eine Öffentlichkeit besaßen, bewundert werden konnten und über Publikationen bekannt wurden. Die öffentliche Zurschaustellung der Ars Una in seinen Wohnhäusern gehörte ebenso zu dieser Strategie wie seine Leihgabenpolitik an Museen. Die Sammlung war in der Zwischenzeit auf 3000 Objekte angewachsen. Leihgaben in der Hauptstadt Berlin zu haben, war für den Sammler von höchster Priorität und bedeutete großes Prestige. Er war Vorsitzender der Freunde der Nationalgalerie und ermöglichte manch wichtige Ankäufe an moderner und zeitgenössischer Kunst. Seinen Cézanne musste das Museum, wenn er im Hotel Esplanade abstieg, in sein Zimmer hängen. Im Museum für Völkerkunde wurde eigens ein mit seinem Namen beschrifteter Raum eingerichtet für seine chinesischen Steinskulpturen. Berlin wurde in den 1930er Jahren zum Zentrum seiner Bankgeschäfte. Die Brüder Fritz Thyssen und Heinrich Thyssen Bornemisser übernahmen 1927 seine Bank. Aus der von der Heydt Bank wurde die August Thyssen Bank.
Bis 1938 war von der Heydt dort Aufsichtsratsvorsitzender und bis 1943 noch reguläres Aufsichtsratsmitglied. Seine Tätigkeit bei der Thyssenbank und damit für Fritz Thyssen, der bis zu seiner Abkehr vom Regime 1938 die Nationalsozialisten finanziell stark unterstützt hatte, brachten ihn in Abhängigkeit von den nationalsozialistischen Machthabern. Von der Heydt war von seiner Abstammung und Gesinnung her nationalkonservativ. Er orientierte sich politisch am deutschen Kaiser Wilhelm II., auch als dieser 1918 abdanken musste und nach Holland ins Exil ging. Der Kaiser und seine Familie besuchten von der Heydt immer wieder in Sonfort. Dies führte dazu, dass er als Bankier des Kaisers berühmt wurde. Wie auch der Kaiser sah er in Adolf Hitler und seiner Partei eine Chance, die nationalkonservativen Kräfte in Deutschland zu stärken. Am 1. April 1933 trat er in die NSDAP ein, also in die Hitlerpartei, und ziemlich grotesk, nachdem er Schürger geworden war, wurde er zahlendes Mitglied beim Bund Dreier Eidgenossen nationalsozialistischer Weltanschauung, eine kleine fanatische Gruppe von Schweizern, bei der er seine Sicherheit gefunden hätte. Also dies alles zeigt eben doch die Ängste des reichen, im Grunde genommen armen Mannes, der sich nun auf jede Weise zu versichern, gleichsam auf alle Pferde setzt, um dann mit bei dem Sieger zu sein. Als Schweizer wurde er aus der NSDAP ausgeschlossen. Ausländer konnten damals nicht mehr Parteimitglied sein. Eduard von der Heydt hat dies sehr beunruhigt und er hat beim obersten Parteigericht gegen rekurriert und als besonderes Entgegenkommen wurde ihm gewährt, dass er freiwillig austreten durfte. Die nationalsozialistische Kulturpolitik, die ab 1933 die Werke von jüdischen Künstlern und die von Künstlern der Avantgarde ächtete und verbot, war für von der Heydt tatsächlich ein Gräuel. Dennoch distanzierte er sich nie öffentlich von dieser Politik, blieb angepasst und lediglich im privaten Kreis machte er sein Missfallen kund. Dies tat er auch in Rücksicht auf seine in Deutschland verbliebene Familie, auf seine eigenen Leihgaben an deutsche Museen, aber auch wegen seiner Tätigkeit in der Thyssenbank. Schnell und ungehalten reagierte er nur, wenn es um sein Eigentum, seinen Kunstbesitz ging. Als 1933 manche der Museumsleute, mit denen er intensiv verkehrte, abgesetzt wurden und in deutschen Museen die Kunst Afrikas und Ozeaniens nicht mehr als Kunst ausgestellt werden konnte, orderte er unverzüglich einen ersten Abzug seiner Sammlungen. Die Südseesammlung dirigierte er nach Paris, die Hamburger Afrikaleihgaben nach Stockholm. Indische und afrikanische Werke waren bereits in der Schweiz. Fortan lenkte er seine Geschäfte von der Schweiz aus, lebte in Ascona. Manche Schweizer Kunstmuseen erhielten seine Bilder als Leihgaben. Johannes Itten, der Bauhaus-Mitbegründer und ab 1938 Direktor des Kunstgewerbemuseums in Zürich, pflegte mit von der Heydt einen engen Kontakt. Der politische Wille der Zürcher Stadtregierung und der Einsatz Ittens bewirkte, dass von der Heydt, noch bevor er 1946 verhaftet wurde, seine Absicht bekundete, seine gesamte Sammlung außereuropäischer Kunst der Stadt Zürich zu überlassen, falls sie einen geeigneten Ort finden könnte. Diesen fand man in der Villa Wesendonck, die seit 1945 der Stadt gehörte. Johannes Itten, der designierte erste Direktor des Museums Riedberg, übernahm die schwierige Aufgabe, die vielen Leihgaben nach Zürich zurückzufordern. Viele der angeschriebenen Museumsdirektoren reagierten ungehalten und vorerst einmal negativ. Hatte von der Heydt ihnen immerhin auch Schenkungen in Aussicht gestellt. Aber schließlich kamen doch alle Objekte nach Zürich. Mit einer Ausnahme.
Von der Heitz Leihgaben in amerikanischen Museen wurden nach dem Krieg als deutsches Feindesgut beschlagnahmt. Diese befinden sich noch heute im Besitz des amerikanischen Staates und sind in Museen in Washington deponiert. In der Parkstille der ehemaligen Villa Wesendonck auf dem Riedberg in Zürich ist während den vergangenen Monaten eines der schönsten Museen Europas entstanden. Es vereinigt vor allem die unerhört wertvollen Schätze afrikanischer, ozeanischer, uramerikanischer und asiatischer Kunst der berühmten Sammlung von der Heidt. Werke aus vieltausendjährigen, zum Teil längst verschollenen Kulturen sind hier in einer Vollständigkeit versammelt, die sogar in den großen Museen der Weltstädte nicht erreicht wird. Mit Recht durfte Zürich den Eröffnungstag des Riedberg-Museums als einen Festtag begehen. Unter den Ehrengästen sah man den großen Sammler und Leihgeber Baron von der Heydt im Gespräch mit Altbundesrat Nobs, während der Betreuer des neuen Museums, Direktor Itten, die Eingeladenen auf besondere Kostbarkeiten hinwies. Wer war Eduard von der Heydt? Ein Opportunist, der immer auf der Gewinnerseite sein wollte, der sich mit unterschiedlichsten Seiten verbündete, um sich und seinen Besitz abzusichern, ein fordernder, stets seine persönlichen Interessen verfolgender, eigennütziger Kunstsammler, ein sehr erfolgreicher Bankier oder doch eher ein erfolgloser Financier, der in seinem Leben immer wieder von Neuem anfangen musste, ein äußerst großzügiger, uneigennütziger Mäzen, der sein gesamtes Vermögen der Öffentlichkeit vermacht hat? Ein Förderer zahlreicher Wissenschaftler? Ein sich in der High Society auf sicherem Parkett bewegender, weltgewandter Kosmopolit? Ein an der Weltkunst höchst interessierter Sammler, der jedoch nie nach Asien oder Afrika gereist ist? Ein liebenswürdiger, zurückhaltender, scheuer Mensch, der manchen, die ihm auf dem Monte Verita begegnet sind, wie ein Buddha erschienen ist? Kann es überhaupt gelingen, Eduard von der Heydt als Mensch zu fassen? Nur wenn möglichst alle erhaltenen Fakten und Dokumente auf den Tisch gelegt werden und er in all seinen Facetten beleuchtet wird, kann eine Annäherung an den auf Distanz erpichten Sammler, Bankier und Mäzen gelingen. Diese Ausstellung und ihr Begleitbuch ist der bislang umfassendste Versuch, die oft auf ein oder zwei Schlagwörter reduzierte Persönlichkeit von der Heydt breit darzulegen und zur Diskussion zu stellen.